Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Leaders Talk. Mein heutiger Gast ist der Chief People Officer von Knauf, Matthias Kempf. Wir können viel machen, aber natürlich gehört auch die Umwelt dazu, die uns beliefert und an die wir auch abgeben. Hängt ja dann auch mit dem Purpose zusammen, den wir uns gegeben haben, weil wenn du den dann lebst tatsächlich, dann hat es halt eine Konsequenz. Und wir haben es dann geschafft, es zu leben, wenn wir feststellen, wir machen auch mal Dinge, die gegen den Profit gehen, weil sie eben in den Purpose einzahlen, in die Zukunft einzahlen. Da sind wir gerade an diesem spannenden Weg. Leaders Talk, der Interview-Podcast portraying leaders who are committed to better leadership, better organizations and a better world. Hosted by Managing Partner of Leadership Choices and Co-Founder of the Cosmic Foundation, Carsten Brath. Mit Matthias verstehe ich, was Knauf eigentlich für eine richtig coole Firma ist, wie groß die sind und was die alles sich vorgenommen haben, was die für eine riesige Transformation in vielen verschiedenen Dimensionen haben und das als Marktführer, hochprofitabel, Familienunternehmen, konservativ im guten Sinne und dann sich auf eine Reise zu machen, ist natürlich eine besondere Aufgabe und all das verstehen wir. Er ist in einer ganz neu geschaffenen Rolle als Chief People Officer, die gab es vor 2,5 Jahren noch gar nicht, die ganze Organisation dahinter gab es nicht und was er da mit dem Unternehmen gemeinsam für eine Reise gestaltet, inklusive Purpose, aber inklusive auch überhaupt moderner HR-Funktionen, wie geht das überhaupt, sowas aufzubauen? Und was das alles mit seinem Werdegang zu tun hat und seiner Tendenz, die Welt einen besseren Ort machen zu wollen, all das verstehen wir gemeinsam. Und jetzt gleich los in das spannende Gespräch mit Matthias Kempf. Los geht's. Ich sage herzlich willkommen, Matthias Kempf. Willkommen bei Leaders Talk. Vielen Dank. Danke dir, Carsten. Matthias, einfache Frage zuerst. Wer bist du? Was machst du? Ja, ich bin Matthias Kempf. Bin, wie es heute Neudeutsch heißt, Chief People Officer bei der Knauf Group, Knauf-Gruppe, also globaler HR-Verantwortlicher und dort eben in dem Rahmen für all das zuständig, was es lange Jahre nicht gab, was es jetzt aber bei Knauf gibt, nämlich das ganze Thema Aufbau von Personalentwicklung, Grundsatzfragen, Strategie und so weiter. Genau, das ist so beruflich. Vielleicht noch, wer bin ich privat? Ich bin tatsächlich nächstes Jahr 60 Jahre alt, kann es selbst nicht glauben. Glücklich verheiratet seit 30 Jahren und wir haben 2 wunderbare Söhne, Felix und Justus, 27 und 25, arbeiten beide bei meinem alten Arbeitgeber, bei Adidas, haben ein tolles Verhältnis, wachsen zusammen, haben Spaß zusammen und weinen auch manchmal zusammen, also alles wunderbar. Ja, das ist vielleicht so in aller Kürze noch zum persönlichen Bereich. Danke dir, danke dir. Und lass uns mal vielleicht erstmal die berufliche Ebene verstehen. Knauf. Knauf ist ja so ein Begriff. Ich habe mal Schreiner gelernt. Klar, Knauf, Gipsplatten, Gipsbetonplatten kennt man, habe ich schon verschafft. Okay. Aber ich hätte nie gedacht, wie groß das ist. Also Hidden Champion ist ja noch eine Untertreibung. Erzähl mal ein bisschen was zu den Kennzahlen des Unternehmens. Ja. Mir ging es so, ich kannte Knauf tatsächlich nicht. Ich habe nur mal so eine blaues Knauf-Logo im Baumarkt gesehen, muss aber zugeben, mich kann man nicht locken mit einem Baumarkt. Also das ist überhaupt nicht mein Zuhause, muss ich gestehen. Aber also ich kannte Knauf nur von als Marker, wusste gar nicht, was die machen. Ja, Knauf ist, wie du sagst, global unterwegs, auch globaler Marktführer. Wir haben roundabout 42.000 Kolleginnen und Kollegen auf der ganzen Welt. Es gibt eigentlich kein Land, in dem wir nicht entweder produzieren, auf jeden Fall mal verkaufen. Sind überwiegend, wie du sagst, im Gipsbereich, Gipskartonplatten, aber haben auch große Geschäftsfelder und wachsende Geschäftsfelder im Bereich Insulation, also das ganze Thema Isolierung, Dämmung, was natürlich zunehmend wichtig wird in dieser großen, weiten Welt und in der herausfordernden Welt. Und haben auch alles, was wir nennen, das Ceilings, also alles das, was um Decken geht. Also die haben mit Gips dann wenig zu tun, unterschiedlichste Akustikdecken, Dämmdecken und so weiter. Also eigentlich alles, was es so braucht, um so ein Haus zu bauen, da haben wir unsere Hände drin. Und weltweit, wie gesagt, unterwegs und auch stetig wachsendes Geschäft. Und sehr, sehr, sehr erfolgreich. Also finanziell auch sehr, sehr potent. Familienunternehmen, muss man natürlich sagen, ist ganz wichtig. Kommen wir vielleicht noch drauf zu sprechen. Seit Generationen, also schon immer Familienbetrieb, auch bis heute, wird sich auch, glaube ich, nie verändern. Mit dem hohen Interesse langfristig zu denken. Das kennzeichnet eigentlich dieses Unternehmen. 15 Milliarden
Euro Umsatz ist echt eine Hausnummer. Das hätte ich nicht gedacht. Viel auch durch Akquisition. Das heißt, ihr habt auch viele Firmen dazugekauft. USG war eine große Genau, Akquisition. Was genau. bringt das für Herausforderungen mit sich, diese Akquisition? Ja, also ich glaube zunächst mal auf der geschäftlichen Ebene auch zu schauen, was ergänzt das Produktportfolio, was aber auch passt zum bestehenden Produktportfolio. Also da sind wir auch eben sehr interessiert oder ist Knauf sehr interessiert, da eine gute Mischung zu haben. Aber natürlich offensichtlich ist das ganze Thema Neudeutsch Mergers und Acquisitions auch eine große Herausforderung natürlich von der HR- oder People-Seite zu integrieren. Einfach da die verschiedensten Kulturen und verschiedensten auch, ja, wie soll ich sagen, Reifegrade von Firmen, die es da gibt. Also da gibt es sowohl ganz kleine Firmen, die gekauft werden, als auch, du hast gesagt, USG war eine große, Boral in Asien war eine andere, anderes Beispiel für eine Großakquisition. Da einfach diese unterschiedlichen Abläufe, Kulturen, Reifegrade zu integrieren. Und ich stelle es auch gerade in den Personalbereichen fest, HR-Bereichen fest, dass es auch dort natürlich als Konsequenz sehr, sehr unterschiedliche Situationen gibt. Von der One-Woman-Show so, als Beispiel bis hin zu sehr, zumindest mal numerisch ausgeprägten und reifen Teams. Alle haben ihre Herausforderungen unterschiedlicher Arten, alle haben auch immer die gleichen Probleme, aber es ist natürlich, du kannst nicht mit einem Thema alle gleich abholen und allen gleich Gutes tun oder Schlechtes tun. Das ist extrem diverse, was das Thema Reifegrade und ja, Vorkenntnisse und so weiter und auch natürlich Draufsicht auf Ziele und auf Themen geht. Da haben wir noch viel Überzeugungsarbeit. Und diese Dezentralität ist ja gleichwohl auch Erfolgsgeheimnis, glaube ich, von Knauf. Also vielleicht noch mal ganz kurz einmal porträtieren, wie funktioniert das eigentlich? Also wenn am Ende eine Gipskartonplatte rauskommen soll, dann muss vorne rein Gips und der wird entweder abgebaut in der Natur als natürliches Vorkommen, in Bergwerken und Tagebau Genau. oder Tiefbau, oder aber er kommt aus Abfallprodukt von Kohlekraftwerken, habe ich gelernt. Genau. So ist Das richtig, heißt, genau. wenn ihr irgendwas einkauft, dann ist das im Kern auch eine Bergwerksfirma, die dann Gips abbaut. Oder eben auch produziert. Genau, also genau so ist es. Also es gibt da die beide breite Bandbreite. Und du sagst es, diese Kohlekraftwerke, die jetzt ja abgeschaltet wurden und werden, ist natürlich für uns ein Problem, weil wir einen großen Anteil von dem sehr, sagen wir mal, sehr qualitätsmäßig sehr hohen Produkt, dass das wegfällt und wir sind eben jetzt, sagen wir mal, gezwungen und werden natürlich da auch versuchen, noch mehr zu tun, wo wir einfach sagen, wie können wir das ausgleichen durch auch eine andere Gipsproduktion. Da gibt es Methoden, wir haben dann eine intensive Forschung- und Entwicklungsabteilung oder Bereich, die sich da in Deutschland, in Asien, in den USA drum kümmert. Aber die Familie Knauf hat, das muss man sagen, mit hohem Respekt, auch dafür gesorgt, dass einfach über die nächsten Jahrzehnte, also es geht zum Teil in die 100 Jahre, je nachdem, wo man ist, das Gipsvorkommen gesichert ist, Gipsabbau gesichert ist, das Produkt gesichert ist. Und dann wird es eben also ganz kurz und pragmatisch formuliert, wird es abgebaut, wird es gemahlen, wird es durch einen gewissen Prozess eben dann auch verarbeitet und landet in zum Beispiel einer Gipskartonplatte oder in Pudergips oder in Sackgips sozusagen und anderen Produkten gibt es unglaublich viele Produkte. Aber es sind alles in diese Richtung gehende ja, Endprodukte. Okay. Und jetzt hat das natürlich in verschiedener Hinsicht Auswirkungen oder Wechselwirkungen mit der Welt, in der wir leben. Also einmal seid ihr der Marktführer im Bereich Baustoffe. Das heißt, ihr seid der Lieferant für die Bauindustrie, kann man so sagen. Ja, also das kann man so sagen, ein sehr geschätzter, akzeptierter Lieferant seit Jahrzehnten also einer der, wenn nicht der Marktführer, je nach Bereich. Also im Gipsbereich ist es definitiv der Fall. Wir haben auch noch das Thema Isolierung, wie gesagt, Dämmstoffe. Da schicken wir uns an, Marktführer zu werden, sind in manchen Bereichen schon oder zumindest Nummer zwei. Da haben wir ganz viel, und ich glaube, darauf willst du vielleicht auch hinaus, Möglichkeiten auch tatsächlich diesen Planeten besser zu machen oder wieder, ja, gesund zu machen, ein Stück weit oder dazu beizutragen. Also wenn nicht Knauf, sage ich immer, dann wer dann? Weil wir haben also die Bauindustrie verursacht ungefähr 38% insgesamt an Emissionen. Und also dazu gehören Häuser, dazu gehört aber auch das Thema Produktion von diesen Materialien. Und da sind wir natürlich einer der größten Einflussnehmer. Und insofern
haben wir da eine große Herausforderung, aber auch eine große Chance. Und das war im Übrigen auch ein Thema, warum ich gerne zu Knauf gegangen bin. Wobei ich jetzt, wenn ich vorhin so ein bisschen kokettieren sage, der Baumarkt ist nicht so meine Heimat, aber das Thema fand ich extrem spannend, da einen Beitrag zu leisten. Ohne Frage. Und ihr habt ja ein Ziel, CO2-Neutralität in der Produktion von Gipskartonplatten bis 2035. Und ihr seid jetzt kein Dienstleistungsunternehmen. Also ja, das ist ja hoch, das sind ja riesige Öfen, die ihr betreibt. Absolut. Also du hast mir das ja eben erklärt. Also das ist diese lange Fabrik in Iphofen, wo die Rückstraße quasi dafür da ist, die Platten zu backen bei großer Hitze. Und das CO2-neutral bis 2035 klingt also ist extrem ambitioniert, klingt nicht so. Wie kann das gehen? Also so mal ganz grob. Ja, indem jetzt auch wirklich ein sehr, sehr bewusster Fokus darauf gesetzt wird. Also es war erstaunlich auch zu sehen, als das Thema so ausgerufen wurde. Also wir haben strategisch, da war ich tatsächlich schon da, ich bin da vor 2,5 Jahren erst eingestiegen. Aber da kurz danach, da hatte ich keinen Beitrag, warum es passiert ist, aber kurz danach ist so das Thema Nachhaltigkeit als ein strategisches Ziel positioniert worden und gesagt worden, wir müssen es einfach tun, aus den Gründen, die ich eben nannte. Und ich glaube, um deine Frage zu beantworten, was wirklich schön war zu sehen, das ist bei dem Thema so und bei anderen Themen, die vielleicht eher HR-relevant sind, auch so. Diese Begeisterung und die Bereitschaft von den Leuten zu sagen, wo ist mein Beitrag, wo kann ich? Und wir haben da wirklich hunderte von Ideen bekommen, das war echt toll zu sehen. Und auch Engagements, die Organisation gab es ja gar nicht dafür, aber die wurde dann eben durch auch das hohe Engagement der Leute und die Loyalität der Leute zu dem Thema geschaffen. Und da ist echt ein schönes Momentum entstanden. Wie du sagst, ist ein total noch steiniger und spannender Weg, aber der auch sehr stark mit Zulieferanten zusammenhängt, also wie. Welche können wir da zukünftig noch zulassen? Weil wir haben auch erste große Meetings, wie ich verstanden habe. Da nehme ich ja nicht dran teil. Aber wie mir erzählt wurde, wie ich es mitbekomme, wo eben dann auch Lieferanten kommen und klare Forderungen gestellt werden, sagen so, wenn ihr das bis da und da nicht liefern könnt, dann seid ihr einfach nicht mehr unser Lieferant. Und da scheinen wir dann auch tatsächlich, das bin ich überzeugt davon, ja, sehr, sehr konsequent zu sein und zu sagen, nur dann schaffen wir es. Also wir können viel machen, aber natürlich gehört auch die Umwelt dazu, die uns beliefert und an die wir auch abgeben. Also welche Kunden wollen wir zukünftig haben? Hängt ja dann auch, vielleicht kommen wir nachher darauf zu sprechen, mit dem Purpose zusammen, den wir uns gegeben haben, weil wenn du den dann lebst tatsächlich, dann hat es halt eine Konsequenz. Und wir haben es dann geschafft, es zu leben, wenn wir feststellen, wir machen auch mal Dinge, die gegen den Profit gehen, weil sie eben in den Purpose einzahlen, in die Zukunft einzahlen. Da bin ich sehr gespannt, aber da sind wir gerade an diesem spannenden Weg. Das nochmal nachzeichnen, den Zeitpunkt, wo du zu Knauf gekommen bist, 2,5 Jahre her. Also wir haben ein hocherfolgreiches Unternehmen, Marktführer oder ganz nah dran, Marktführer zu sein in den verschiedenen Segmenten, erfolgreich, dezentral, Landesgesellschaften, sehr hoher Energieeinsatz, Familienunternehmen, was habe ich noch gesagt, unternehmerisch geprägt, ne, all diese Ja, Dinge. So. ja. Und irgendwann kam irgendjemand auf die Idee zu sagen, wir brauchen irgendwie so jemanden wie den Kempf. Was war der Grund? Warum? Ja, Warum gibt es da eine Stelle? Die war ja vorher nicht besetzt. nee, die Gab es ja gab es nicht. überhaupt nicht. Also, es ist wirklich spannend, ist, wie sagst du, so ein Unternehmen gab es keinen globalen HR-Bereich, Personalbereich oder Human Resources oder People-Bereich, wie auch immer der genannt wird. Genau, also der Trigger war tatsächlich, was ich verstanden habe, und von allen auch bestätigt bekommen habe, die es dann eben heute auch noch gibt in dem Bereich, die gesagt haben, es war eigentlich eher der Trigger von den Regionen, die gesagt haben, wir müssen irgendwie zentral, obgleich wir unsere Dezentralität natürlich behalten wollen. Wir brauchen eher so eine, ich sag mal, so eine Glocke, die uns so ein bisschen zusammenhält, diese Themen, die uns gemeinschaftlich treiben, auf eine andere Qualität bringt, vielleicht auch eine gewisse Einheitlichkeit oder eine Struktur da reinbringt. Dass wir nicht alle das Rad neu erfinden, sondern eben mit den richtigen Themen arbeiten. Aber wir haben das intern nicht, also brauchen wir irgendjemanden, der von draußen kommt, ein bisschen was mitbringt in der Richtung, Erfahrung mitbringt, international gearbeitet hat und so weiter. Und dann hat man irgendwie geglaubt, ich könnte da der Richtige sein. Ich habe gehört, es war ein sehr langer Auswahlprozess. Ich gehe mal davon aus, dass es nicht daran lag, dass alle Kandidaten abgesagt haben, sondern dass man tatsächlich gesucht hat, wie, ich glaube, das ist bei Knauf ganz wichtig, wie passt du auch hier rein? Und ich bin jetzt, glaube ich, vielleicht nicht so der typische Personaler, so der, und also, ja, also das ist vielleicht, ja, Selbsteinschätzung. Und ich habe das Gefühl, dass man, und das hat man inzwischen auch bestätigt, dass das Thema, also Erfahrung, weil mein Chef sagte immer, der Alexander Knauf sagte immer,
wir wissen, wir müssen uns verändern oder wir müssen uns in bestimmten Bereichen weiterentwickeln, aber wir wissen nicht wie. Also wir haben es halt nie als Thema gehabt. Und ich glaube auch er selber, das kann man glaube ich so offen sagen, war auch nicht immer überzeugt, dass man so einen Zentralbereich dann braucht. Und da gab es, wie gesagt, den Druck von den Regionen und die Aufforderung, uns da zu entwickeln. Und dann habe ich da ganz sachte erstmal angefangen und anfangen sollen. Und ja, ich glaube, das war so ein bisschen auch Reaktion auf den Markt. Also wir tun es immer schwerer, wie alle Firmen, Menschen zu gewinnen, Talente zu gewinnen. Mitarbeiter halten ist gar nicht das große Problem. Man ist ja sehr loyal zu Knauf. Man hat einen extrem hohen Altersdurchschnitt, eine extrem lange Betriebszugehörigkeit. Hier gibt es in der Region, wir sind ja hier in der Nähe von Würzburg, jeder kennt Knauf und es gilt so, wenn du bei Knauf bist, dann hast du es geschafft. Das ist aber auch, glaube ich, bröckelnd einfach, weil natürlich die Welt sich verändert und es andere Möglichkeiten gibt. Und da einfach eine gute Balance zu finden mit hoher Wertschätzung für die Vergangenheit, aber auch tatsächlich offen sein und zugeben müssen, wir müssen uns auch entwickeln. Es geht nicht alles so eins zu eins weiter. Und das hat man, glaube ich, erkannt. Und ja, dann so ist es entstanden. Und diese Gestaltung hat mich da halt auch extrem gereizt. Ich wollte eigentlich gar nicht mehr in eine Firma gehen, muss ich ehrlich sagen. Ich hatte genug von diesen quartalsorientierten Firmen, die monatlich schauen, dass die Zahlen für die Stakeholders und Shareholders stimmen. Da hatte ich nicht mehr so die große Lust zu. Aber ich fand so dieses Gespräch, kam über einen Headhunter und ich fand so dieses Gespräch dann zu sagen, warum? Was ist die Aufgabe? So Aufbau von so einem Bereich. Und ich bin dankbar für all das, was ich in meinen Vorfirmen lernen durfte, im Ausland gelernt habe und so. Und ich hatte das Gefühl, da kommen zwei Parteien zusammen, die, das kann echt was werden. Und dieser Aufbau hat mich mal so als letztes Assignment wahrscheinlich gereizt. Und diese langfristige Orientierung, also bei Knauf ist nichts kurzsichtig, kurzfristig. Und das fand ich, geht sehr mit meiner Lebensphilosophie zusammen. Und ja, das fand ich dann tatsächlich extrem spannend. Und Familienunternehmen, ich habe noch nie in einer Familie gearbeitet, Familienunternehmen gearbeitet, das fand ich auch. Und es ist definitiv sehr, sehr anders. Also das muss man schon sagen. Ich kann mir das vorstellen als riesige Herausforderung, wenn man so ein neues Feld beackern darf, quasi alles schaffen, was also so noch gar nicht da ist, Standards schaffen und so weiter. Also jetzt die Regionen hatten den Druck ausgeübt, aber das heißt ja normal, wenn man sagt, ich komme aus der Zentrale, ich bin hier, um zu helfen, das ist ja eigentlich die Einladung, um ein Meeting schon mal schlecht werden zu lassen. Wie erlebst du das? Also ist da ein hoher Kooperationsbereitschaft da? Also wir mussten ein paar Dinge schon verändern. Also ich sage auch ganz offen, wir mussten auch ein paar Kollegen vielleicht, ich nenne es mal etwas despektierlich formuliert, aber respektvoll gemeint, austauschen, um zu sagen, wollt ihr da mitgehen in den Regionen? Also was ich natürlich auch erlebe, also alle sagen ja, nicht selbstverständlich, aber alle sagen super, dass es euch gibt und haben hohen Respekt auch für das, was mein Team jetzt inzwischen leistet und wie wir denen helfen. Aber es gibt durchaus Situationen, die sagen, ja super, aber lasst mich dabei bitte in Ruhe. Ne? Also das gibt es natürlich schon. Vor allem auch die Regionen, die erfolgreich sind und vielleicht auch eine schon einigermaßen funktionierende HR-Funktion haben. Aber was ich erlebe, das haben wir, glaube ich, gut hinbekommen zusammen, da war eine hohe Bereitschaft mit dem, was ich tatsächlich aus tiefster Überzeugung, auch schmerzvoller Erfahrung meiner Vergangenheit gelernt habe, wie ich es nur noch machen will, so das Thema Neudeutsch Co-Creation-Prozess. Tatsächlich die, nicht nur die HRler, die ja zum Teil, offen gesagt, auch in den Regionen noch gar nicht so den berühmten Sitz am Tisch haben. Also die Akzeptanz von HR war, als ich kam, sage ich ganz offen, es hat nicht nur was mit mir zu tun, um Gottes Willen, aber schon ein bisschen, eher so die Admin- und Payroll-Funktion. Und ich glaube, da haben wir echt uns ein anderes Mandat erarbeitet. Ich habe, und ich glaube, diese HR oder People Roadmap, die wir so nennen, die ist tatsächlich zusammen entstanden. Also wir haben unser Wissen als Team, also mit meinem Team natürlich vorgearbeitet, was beobachten wir, was glauben wir, was es braucht, was sagt der Markt, was sagen Best Practice, haben das versucht reinzubringen, mit jeder Region zu spiegeln. Das haben wir verstanden, was ihr braucht, ist es so. Dann haben wir die Management-Teams alle eingeladen zu einem Co-Creation-Prozess, also die Chefs der HR sozusagen in den Regionen. Und dann ist was Tolles entstanden. Ist es jetzt eins zu eins überall einsetzbar? Nee, ist es nicht. Aber es ist eine Richtung und eine Klarheit, an welchen Themen wir arbeiten müssen. Und es ist zum Teil lange Prozesse. Und ich habe mal am Anfang, vielleicht kann ich es jetzt an der Stelle reinbringen, das habe ich irgendwann mal Steel with Pride betrieben, da habe ich mal gehört, HR als Co-Pilot. Und da habe ich gesagt, das passt für mich unheimlich gut, weil so ein Co-Pilot ist für mich im Bild, der sitzt ja neben dem Piloten, unterstützt den Piloten, schaut oft aus dem Fenster und schaut, was da draußen passiert, adjustiert Instrumente, adjustiert die Richtung. Aber, und das ist die dritte Funktion,
greift auch mal, übernimmt mal das Steuerrad. Und ich glaube, da hat HR insgesamt in unserer Welt, aber ich glaube, bei Knauf haben wir das geschafft, dass wir auch die Berechtigung haben und das Steuerrad öfter zu übernehmen in bestimmten Themen. Und das ist uns gut gelungen. Also das Bild habe ich versucht, das hat mir einfach, mir hat es getaugt. Ich habe es dann relativ schnell auch so in die Welt getragen, dass das so mein Verständnis ist, dass eine Organisation ist, für die ich so führen möchte. Und das hat, egal wo ich jetzt reise, das hat jeder Co-Pilot, das passt gut für uns. Also das war so ein bisschen, mit dem Bild arbeite ich eigentlich ganz gerne. Okay. Und die Familie, also da muss ja auch so ein Erkenntnisprozess gewesen sein. Also so dieses, wir müssen uns ändern. Also wir sind zwar erfolgreich, ne, ja. Was uns bis hierhin gebracht hat, das hat uns erfolgreich gemacht. Das wird aber nicht das sein, was uns erfolgreich macht für die Zukunft. Ist das langsam eingesickert? Kam das durch Rückschläge? Was hat Ja. diesen Wandel hervorgebracht? Ja, also ich glaube schon, dass es in der Familie, und ich meine das sehr respektvoll, zumindest auch in der älteren Generation der Familie, die ist eine sehr, sehr große Familie, auch durchaus noch Skepsis gibt. Sind es wirklich die Themen, die waren in der Vergangenheit nie im Fokus, Personalentwicklung oder sowas. Das ist, war halt so ein bisschen softes Gedöns, was jetzt nicht unbedingt uns mehr Umsatz bringt. Und nochmal, ich meine es respektvoll. Und es hat sich, glaube ich, geändert. Die Familie ist da auch mitgegangen. Natürlich ist eine Gesellschaftersammlung, die auch die Entscheidungen von Knauf letztlich abhakt. Also konnte man natürlich nur mit Einverständnis der Familie machen. Und ich glaube, auch dort gibt es eine neue, auch neue Generation, neues Denken. Also ich glaube, langsam eingesickert ist eine gute Formulierung. Das war jetzt nicht irgendwie über Nacht, und die ersten Wochen und Monate haben die auch sehr, sehr skeptisch auf mich geschaut, glaube ich. Hatte dann das Glück, dass ich auch relativ schnell in einem großen Management-Meeting mich präsentieren konnte und auch die Idee, wie ich gerne HR entwickeln möchte und leiten möchte und was ich falsch gemacht habe in meinem Leben. Und da auch so ein bisschen ganz bewusst auch versucht, ein bisschen anderen Stil, sowohl auch im Auftreten als auch fängt mit Kleidern an, fängt mit Formulierungen an. Und wie man, da habe ich gesagt, ich komme jetzt da nicht, um was Altes zu verwalten, sonst hätten sie auch, da wäre auch völlig der Falsche, das kann ich auch gar nicht. Und das, was ich halt gut kann, habe ich versucht halt rüberzubringen. Und ich glaube, da habe ich Glück, das war ein guter Zeitpunkt. Und dann gab es andere glückliche Zufälle, die mir dann geholfen haben. Also ich glaube, nicht alles ist rosig, um Gottes Willen, und dauert, aber es ist ein toller Weg, muss ich sagen. Und nochmal, dieses Thema Nachhaltigkeit im Sinne von langfristiger Orientierung gefällt mir sehr gut. Und ich habe auch zum ersten Mal ein Unternehmen, die mir sagen, einmal hat es einer der drei Chefs gesagt, Herr Kempf, wir hatten 80 Jahre keinen Personalbereich, Sie müssen nicht alles im ersten Jahr machen. Also, und das fand ich sehr, sehr, sehr beruhigend, was man ja normalerweise eher andersrum ein bisschen hört. Und sagen, ja, also alles, jetzt haben wir es und jetzt musst du liefern. Alles passt so ganz gut. Aber ich habe auch viele Frustmomente, so ist es nicht. Also das gibt es natürlich immer und überall. Also, ohne jede Frage, bei so einer Aufgabe kann das ja gar nicht ohne sein. Ja. Ich weiß, dass dir das Thema Purpose sehr wichtig ist, und ein Familienunternehmen hat natürlich, auch ohne das neben den Fahrstuhl ans Poster aufzuhängen, sehr starke Werte, ne? Also Langfristigkeit, Loyalität, Zugehörigkeit, gesellschaftliche, dass man eben ein Wirtschaftsfaktor in der Region ist. Das braucht man ja nicht an die Wand zu schreiben. Und dennoch habt ihr euch auf die Reise gemacht, euren Purpose zu definieren, auch im Großen und Ganzen. Wie lief das ab und was ist rausgekommen? Ja, muss jetzt aufpassen, dass ich da nicht leidenschaftlich eine Stunde lang drüber rede. Ich versuche es auf den Punkt zu bringen. Also zwei Dinge vielleicht vorab. Erstens gibt es vier Werte bei Knauf, die sehr, sehr hoch gehangen werden und wo auch ganz klar war, die werden nicht verändert. Commitment, Partnerschaft, Entrepreneurship und Menschlichkeit. Und letzteres ist sogar auch im englischen Sprachgebrauch, in den englischen, also nicht deutschen Unternehmensteilen, wird es Menschlichkeit auch als Menschlichkeit, man sagt dann Menschlichkeit, also es ist nicht keine Humanity oder irgendwas, weil es noch was anderes ausdrückt. Die vier Werte waren nicht veränderbar und gab es auch keinen Grund dafür zu verändern. Das andere ist, ich habe so persönlich, privat einfach so eine Phase mal gehabt, wo ich mich irgendwann, das war so in meinen letzten Jahren bei Adidas, so würde ich sagen, da habe ich so gesagt, ja, super Job, super Leben, super Family, alles gut, aber irgendwie muss ich mal rausfinden, was ist denn eigentlich wirklich, wirklich, was mich so treibt und prägt und für das ich brenne. Da bin ich durch einen ganz spannenden Prozess gegangen mit mir, mit mir selber, mit meinem Coach, mit Freunden und so weiter, habe den mal so rausgefunden. Und bei mir geht es um das Thema, kann ich an der Stelle gleich sagen, einfach für eine Umgebung zu sorgen, in der Reflexion und Wachstum passiert. Das klingt auf dem Englischen dann nochmal ganz spannender. Da geht es um Leidenschaft, da geht es um Direktheit, die ich sehr deutlich lebe.
Aber eigentlich habe ich vor kurzem das nochmal auf den Punkt gebracht und gesagt habe, no bullshit, sing your song. Das ist mein Purpose. Also tatsächlich Dinge ansprechen und dafür sorgen, dass man eben wirklich seinen Song singen kann und das machen kann, für was man steht. Also die Worte, die meine Frau findet den letzten Teil, sing your song gut. No bullshit findet sie nicht so gut. Aber für mich ist die Kombination extrem wichtig, weil ich tatsächlich kein Bullshit mag und auch nie ja, für meine Werte da auch stehe. So, mit diesem Gefühl, was es bei einem selber auslösen kann, bin ich hier angetreten und gab es, und das passt jetzt wirklich kurz, eine Möglichkeit mit den drei Channel-Partnern, also den drei CEOs, die wir haben, drei komplementären, in einem sehr intensiven Workshop mal zu arbeiten, wo wir uns in den ersten Monaten mal die Karten gelegt haben. Und da ist eigentlich so entstanden, dass man sagt, dass ich die irgendwie überzeugen konnte und hatte da auch noch eine externe Unterstützung, so ein Guest-Speaker, der inspiriert hatte, um zu sagen, hey, wenn wir das für die Firma rausfinden, kann eigentlich das Gleiche passieren. Und so ist der Prozess entstanden, habe ich das Mandat bekommen, das meine ich mit so glücklichem Zufall, die braucht sie auch mal am Anfang. Und es war dann ein Prozess von 1,5 Jahren, wo wir jetzt sehr, sehr spannend durchgegangen sind mit External Research und sagen so, für was steht denn die Firma? Geh einfach tatsächlich in die Annalen, schau die alten Bücher an, was ist passiert, was sind Dinge, die einfach Knauf sind, die nicht veränderbar sind, Familie und so weiter. Und da haben wir dann eben Fokusgruppen gebildet, haben so ein Kernteam gebildet, haben Futuristen befragt, sind rausgegangen, da ist ein Purpose entstanden für das Unternehmen, was wir jetzt gerade aktuell launchen. Ich kann den auch kurz sagen, der heißt Make Tomorrow a Home for All of Us, wo ja ganz viel drinsteckt. Also Make ist aktiv und machen und Tomorrow ist, wenn wir gesagt, nicht, wir haben vorhin über Planeten gesprochen, über die Zukunftsgestaltung, die ja immer herausfordernder wird für uns als Individuen, als Menschen und als Firmen. Und for all of us, da geht das Thema Inklusion, Diversity, wo wir nicht, noch nicht so die Stärksten sind als Company. Also da kann man ganz viel rein auch bringen als Message und der resoniert unglaublich mit unseren Leuten. Auch selbst mit den Produktionskollegen, wo man vielleicht vermutet hat, landet der so richtig, die finden den total cool und können was damit anfangen und sagen, und wir arbeiten halt mit jedem, wir wollen mit jedem der 42.000 Leute tatsächlich uns mit dem Thema Purpose beschäftigen, zu sagen, was ist denn dein Beitrag? Und das passiert gerade, so seit einem halben Jahr, 4 Monaten führen wir es ein, machen die Workshops. Und der hat auch, ich habe das Glück gehabt oder die Gelegenheit gehabt, das vor 3 Wochen nochmal an einem Wochenende der Knauf Familie vorzustellen, nochmal intensiver. Das war tolle Reaktion, weil du vorhin so nach Familie fragtest von Knauf. Da sind die sehr interessiert und sehen auch offensichtlich, dass da neue Elemente reinkommen. Und das heißt ja nicht, dass das Alte schlecht war. Das heißt einfach nur mit der tollen Vergangenheit, die Knauf hat und immer erfolgreich, finanziell sehr potent, einfach die halt helfen, ins nächste Chapter zu bringen, sozusagen. Das ist so Und die, das ja. finde ich total toll. Und Matthias, und ihr habt ja aber als Gruppenfunktion, jetzt würde man sich ja vorstellen, 45.000 oder nee, wie viel waren es? 42. 42.000 Mitarbeitende. Ja, da wird da schon eine ordentliche Abteilung dahinter stehen. Aber ihr macht das ja mit einer, schlank ist ja schon vorsichtig formuliert, mit einer 20-Personen-Truppe. Diese ganzen, also ist ja letztlich eine Transformation zu führen, einen Erkenntnisprozess im Unternehmen herbeizuführen. Ne? Also, was ist mein Beitrag zu dem Purpose? Was ist mein Purpose? Wie passt das? Wie schafft ihr das? Ja, weiß ich auch nicht so ganz. Also ich, ja, ich meine, man muss ja sagen, ich war erstmal allein sogar, ne? Also war so ganz hier die One-Man-Show zu Anfang. Ich glaube, das war, also wir haben natürlich, wenn ich beim Purpose hatten wir schon auch externe Unterstützung. Also wir haben uns schon jemand auch reingeholt, den ich mal zufällig kennengelernt hatte, der von einem Thema arbeitet und der eigentlich nichts macht, nichts anderes macht, vereinfacht formuliert als Purpose für Unternehmen mitzuentwickeln. Aber der uns dann vor allem geholfen hat bei dem Thema, also ich bin nicht so ein guter Formulierer oder wir sind nicht so gute Formulierer, halt aus der Werbung oder wie sagt man da, Marketingbereich kommt und einfach gut texten kann sozusagen. Weil hinter dem Purpose steckt ja eigentlich, das muss ich noch kurz sagen, also der Satz ist das eine, aber wir haben da auch ein Unternehmensstatement formuliert, das wirklich so ein One-Pager ist. Das, also jedes Mal, wenn wir das vorlesen, oder dann sagen die Leute, oh, ich kriege Gänsehaut, weil das ist so, das berührt einfach, ne? Da ist eine Story dahinter und da hat er uns halt extrem geholfen. Aber deine Frage zu beantworten, ich glaube, also wir schaffen das, indem wir auch, glaube ich, noch ganz Gutes hinbekommen, dass wir uns tatsächlich versuchen, also einigermaßen fokussieren. Das gelingt bei uns Leidenschaftlichen vielleicht nicht so immer, weil der dann doch irgendwie alles machen willst. Ich habe, glaube ich, geschafft, ein tolles Team zusammenzufinden, zum Teil von externen, zum Teil von zwei, drei auch von internen, die aus anderen Funktionen bei mir einsteigen, bei mir einsteigen wollten.
Aber ich bin stolz zu sagen, dass auch alle Leute sind, die ich schon kannte, die eben gesagt haben, ich möchte mal wieder mit dir arbeiten. Hab, so, und also es war einfach, ist ein gutes Team, es macht total Spaß. Und da ist eine Leidenschaft, da ist eine Haltung und ich glaube, das hilft einfach. Also, aber ich bagger auch bei meinem Chef, so ein paar Leute bräuchte man schon noch. Ich will nie groß werden, weil ich auch da gebranntes Kind bin aus der Vergangenheit. Wenn du eben große Zentralfunktionen hast, dann wird es leicht zum Ivory Tower und verlierst so ein bisschen den Connect zum Business. Das will ich nicht machen, das werden wir auch nicht machen. Aber ja, also wenn wir all die Themen haben, machen, die wir jetzt auf der Pfanne haben, in der People Roadmap, dann wird schon die eine oder andere Verstärkung vielleicht auch zugekauft von der Beratung mal für eine Zeit lang oder sowas. Die wird es schon brauchen. Aber ja, wir kriegen es im Moment noch einigermaßen hin. Aber ich würde es lügen, dass ich sagen würde, wir brauchen überhaupt nicht mehr Leute. Aber an der anderen Stelle müssen wir mit ganz neuen Themen, also letztes Beispiel, wir fangen mit Compensation Benefits. Jeder, der sich da auskennt, weiß, es ist ein Riesenthema. Da habe ich eine Mitarbeiterin, die sehr, sehr, sehr einfach fähig und erfahren ist, eingestellt und die baut es den Bereich auf, die könnte es mit 10 Leuten machen. Du musst natürlich sagen, aber die wird auch irgendwann ein größeres Team brauchen. Aber im Moment kommen wir da erstmal um. Wir müssen einfach Grundlagen legen. Viel Basics-Arbeit ist da noch angesagt, muss man fairerweise sagen. Also, ja. Und hier noch ein Hinweis in eigener Sache. Unsere Cosmic Foundation braucht Geld. Wir brauchen Spenden, um NGOs in der Ukraine effektiv durch Coaching unterstützen zu können. Das Ziel der Cosmic Foundation ist es, die Führungskräfte von humanitären NGOs durch einen kostenfreien Zugang zu hochwertigem Coaching im Bereich Business, im Bereich Organisationsentwicklung, im Bereich Resilienzentwicklung zu unterstützen. Und dafür brauchen wir Förderer gerne als Dauerspender. Kleinere Beträge regelmäßig helfen uns, planbare Zusagen zu machen. Denn bei uns werden auch die Coaches bezahlt, für kleines Geld, aber dennoch, sodass es auch eine Form von Professionalität hat und nicht nur ein für Vergelt's Gott, ist uns ganz wichtig. Und deswegen gerne mal vorbeischauen, www.cosmic-foundation.org. Dort auf den Schalter Donate klicken. Das würde uns sehr freuen und sehr viel weiterhelfen. Und Matthias Kempf würde das auch gut finden, denn er hat auch diese Ader. Und jetzt geht's zurück in das spannende Gespräch mit Matthias. Los geht's. Eine sehr solide Herausforderung, die mit Leidenschaft angegangen wird. Jetzt bleiben wir mal bei dem Thema Purpose. Ich finde, ein Purpose bewährt sich ja dann, wenn die Dinge schieflaufen und er bewährt sich dann oder er zeigt sich dann, wenn auch die Entscheidungen getroffen werden, machen wir das jetzt das eine oder machen wir das andere? Genau. Was bringt mehr Purpose? Was bringt mehr Umsatz? Was bringt mehr Gewinn? So, und man wird ja häufig in solche Krisen geschmissen als Unternehmen. Ihr seid dezentral organisiert, Landesgesellschaften, heißt, ihr habt Werke in Russland, ihr habt Werke in der Ukraine. Was hat das mit euch gemacht, als der Krieg sozusagen so für uns im Westen sichtbar anfing? Der war ja eigentlich schon viel länger, aber was hat das mit euch gemacht? Was ist da bei euch los gewesen? Wie geht ihr damit um mit dem Ukraine-Krieg? Ja, ist natürlich ein ganz schwieriges Thema, sensibles Thema, aber ich würde es mal so beantworten, die erste Reaktion war natürlich auch von Mitarbeitern, auch von mir selbst, mit dem Wissen, dass Knauf sehr, sehr präsent war und sehr erfolgreich war und ist in Russland, war natürlich auch, wow, also wie verhalten wir uns da jetzt? Und wir sind durchaus ja auch in der Presse auch immer wieder mal zitiert worden oder gefragt worden. Also ich sag's mal so, das ist ein großer Konflikt und auch ganz klar, wir verurteilen den Krieg, ist überhaupt keine Frage. Als Company, da gibt es auch klare Statements von der Geschäftsführung. Wir sind aber... Also wir investieren, wir haben Werke, wie du sagst, in Ukraine, in Russland, haben jeweils Tausende von Mitarbeitern dort. Und die klare Bekenntnis war, Sanktionen ja, wir haben auch keine aktive Unterstützung des russischen Geschäfts mehr, von hier zum Beispiel, aber wir haben, das sind noch Kollegen, sie gehören zum Unternehmen und wir fühlen eine Verantwortung auch für die Leute. Und da stehen wir heute. Und Ukraine wird weiter investiert, wir haben letzte Woche, vor 2 Wochen, hat die Familie entschieden, noch ein weiteres größeres Investment in der Ukraine zu tun. Wir haben, die Fabrik war völlig zerstört, eine der Fabriken, wird jetzt wieder aufgebaut. Die Leute sind sehr engagiert. Also, was ist meine Antwort auf deine Frage? Gemischte Haltung, sehr, sag mal, auch differenzierte Haltung, auch klare Positionierung zum Krieg selber. Aber mit der klaren Aussage, wir lassen auch die russischen Kollegen da nicht im Stich. Und da gibt es eine hohe Verbindung historisch von
der Knauf-Familie. Es war einer der wichtigsten ersten Märkte für Knauf. Sehr, sehr erfolgreich. Und da gibt es auch eine hohe, wie gesagt, Verbundenheit zu den Leuten auch. Die sind zum Teil ewig lange dabei. Und da finde ich auch, kommt auch Familie so ein bisschen durch. Auch wenn man da, muss ich zugegebenermaßen, auch manchmal gemischt drauf schaue. Aber ja, wir haben da auch eine Verantwortung, die wir da auch leben wollen. Ist ein klassisches Dilemma, ne? Also da ja, gibt es keine absolut. Richtige Entscheidung. Absolut. Dann würde man Werte verletzen, wenn man dann die russischen Werke einfach schließt oder ja. Verschenkt oder verkauft, was auch immer. Mhm. Ja. Verstehe, okay. Matthias, schon mal vielen Dank bis hierhin für die Einblicke. Finde ich sehr, also mich hat noch eine Anschlussfrage. Du hast bei deiner Antrittsmanagement-Konferenz auch erzählt, welche Fehler du gemacht hast, die du nicht vielleicht wiederholen willst oder aus denen du gelernt hast. Vielleicht darf ich dich das hier auch schon fragen. Was war denn, also 12 Jahre Adidas, du warst in den USA, du warst in den Vereinigten Arabischen Emiraten, hast dort mehrere Jahre gearbeitet, hattest verschiedenste Funktionen, bist dort richtig aufgestiegen. Was hast du gelernt? Was war Fehler waren da auch dabei? Du meinst es beruflich? Ja, oder menschlich. Also oder beides Ja, ist ja irgendwie eins. Okay. Also ich glaube, was ich vorhin so andeutete, dass man wirklich tatsächlich schauen muss und nicht nur sagen muss, dass man eben auch den Kunden, in dem Fall bei uns die Regionen, aktiv einbindet und in all das, was man tut und nicht glaubt, nur weil man jetzt vielleicht in der Zentrale sitzt oder hat vielleicht ja auch so ein oder andere Jahr mehr Erfahrung, dass man es dann das halt besser weiß. Ich finde, das war ein Learning, glaube ich. Und dann, dass man auch wirklich mal, aber das mache ich sowieso, auch mal die Pfade verlassen, auch mal andere Wege gehen und sich mal mit einer, ich sage mal, das ist eh so ein bisschen mein Motto in Anführungszeichen, so mit der 70%-Lösung, die ist ja auch mal okay und mal probieren und einfach sagen, wir fangen mal an und adjustieren dann und passen dann an. Das fällt mir jetzt spontan so ein. Persönlich vielleicht, also, oder, naja, das gehört auch zum Beruflichen. Ich glaube, so mein Werdegang, also ich, und auch wenn ich an andere Talente denke, die ich kenne, die ich hier beobachte, es tut schon mal gut, auch andere Bereiche mal selbst kennenzulernen. Also ich habe immer nur HR gemacht. Ich wollte immer mal ins Marketing oder Kommunikation oder Vertrieb, glaube ich, oder sowas. Aber hat es dann bei HR ging es immer in spannender Weise weiter. Also ich glaube, das würde ich heute auch anders machen, tatsächlich mal ganz bewusst zu sagen, ich gehe mal in einen anderen Bereich rein. Ja, und vielleicht so dieses sich selbst nicht so wichtig nehmen. Also das finde ich auch ein Learning aus den ganzen Jahren. Und und wie gesagt, es ist nicht immer alles. Ja, das Leben ist kein Schönheitswettbewerb. Du kannst nicht allen gefallen mit dem, was du tust und mit dem, wie du bist vielleicht. Und das muss auch gar nicht sein. Aber ja, also das ist vielleicht so meine Antwort auf die Frage Ja, spontan. Also, also kreiert Nahbarkeit. Das kann ich mir gut vorstellen, dass das gut gepasst hat. Lass uns mal bitte dich persönlicher noch kennenlernen als Mensch außerhalb der Firma. Wie war der junge Matthias? Wie ist der groß geworden? Was hatte der für Vorbilder? Was hatte der für Herausforderungen? Also das waren jetzt drei spannende Fragen. Also ich bin groß geworden in einer, also sehr bescheiden. Also ich habe nicht geerbt in meiner Kindheit, aber ich freue mich bis heute, wenn ich samstags morgens zum Bäcker gehen kann und mir ein Brötchen kaufen kann für die Familie. Das gab es halt früher nur ab und zu mal, also mal als kleines Bild und ich will nicht auf die Tränendrüse drücken, aber das prägt einen schon. Ne? Also so, bin sehr bescheiden aufgewachsen. Also meine Eltern haben sich leider sehr früh getrennt. Mein Vater war schwer krank, ist dann auch gestorben später, als ich 21 war. Das hat mich geprägt, glaube ich. Also auch die Rolle, die ich dann der Familie von meiner Mutter wahrgenommen habe. Wenn ich so alte Bilder sehe, dann bin ich so der Beschützer und so der fast schon der Ehemann so ein Stück weit. Das hat mich geprägt, sicherlich auch meine Frau Katharina, die mir dann auch später gezeigt hat, was Familie heißt. Das kannte ich tatsächlich so in der, also nochmal, ich habe keine schlimme Kindheit gehabt, aber nicht die Familiennähe, die man, ich habe eher so ein bisschen gelernt, wie man es vielleicht besser machen könnte. Und das hat mir Katharina wunderbar mitgegeben und da viel gelernt. Ich glaube, das Ausland hat mich geprägt sehr stark. Da sind wir mit unseren Jungs hingegangen, da waren wir schon eine gute Familie. Es waren so Herausforderungen sicherlich, also ein Fehler, den ich mal irgendwann gemacht habe. Ich bin zu einem kleinen Unternehmen gegangen, das war so eine, ja, so 200-Mann-Unternehmen und die wollten mich damals haben, zwar vor Adidas, um Personal aufzubauen, die hatten da irgendwie nichts und ich habe da so gedacht, ich muss denen jetzt sagen,
wie es geht. Und ich war so ein ganz Wichtiger da irgendwie und hab dann noch dafür gekämpft, dass ich ein besseres Auto bekomme und sowas alles, was ich heute alles nicht mehr machen würde, weil das holt dich immer irgendwie ein. Ne? Also das war dann auch relativ schnell klar, dass wir uns zwar privat verstehen und mögen, aber eigentlich passt es überhaupt nicht zusammen. Und ich habe, also das sind schon so Themen, wenn ich so drüber nachdenke, das kommt jetzt gerade so rausgesprudelt, aber das hat schon so ein, war schon so ein Erlebnis, was mich stark geprägt hat im Rückblick. Also dann konnte ich gar nicht, weil es war der erste Personalchef dort und so, ne? Und dann ein tolles Büro und was war das? Jetzt brauche ich noch ein Stehpult und so ein Blödsinn eigentlich, ne? Aber das ist halt damals, war das halt irgendwie, was mir offensichtlich wichtig war und wo ich dann heute drüber sage, oh, du Narr, also du hast dir da keinen Gefallen mitgetan. Du hattest noch eine zweite Frage, glaube ich, gestellt, das war Herausforderung, was hat mich geprägt? Das sind so Themen. Mich hat der Sport sehr stark geprägt. Also ich bin leidenschaftlicher Handballer gewesen und Handballer sind ja so ein besonderes Völkchen, finde ich, im Vergleich zu Fußballern. Und Sehr hohe Schmerztoleranz. ja, richtig. Und ich glaube so, ich glaube ich, das ist auch sowas, was ich so zurückblickend vielleicht heute, aber das sagt sich so leicht. Also ich glaube, wenn ich ein bisschen mehr trainiert hätte oder disziplinierter trainiert hätte damals, dann wäre ich vielleicht sogar noch, hätte höherklassiger gespielt und ich bin schon ganz zufrieden. Aber das im Rückblick, manchmal denke ich so, wenn ich die heute so sehe, dann ich, Mensch, das hätte ich auch machen können, so Bundesliga oder sowas. Aber wie auch immer. Das sind so, ja, ich glaube, das ist jetzt müßig, darüber nachzudenken, aber man sieht halt heute Dinge anders wie früher. Ne? Also das, also dieses Dranbleiben, das ist eh mein Lebensmotto. Also wenn du es machst, dann mach's richtig. Das ist, glaube ich, mir so ein bisschen durch auch meine durch meine persönliches Aufwachsen als 3-, 4-, 5-, 6-Jähriger irgendwas in die Wege gelegt worden, was da so bei der Familie los war und sich kümmern und dafür sorgen, dass was passiert und Lösungen finden. Das zieht sich sicherlich durch und das hat mich, glaube ich, der Sport insgesamt, so Thema Team und das haut dich manchmal hin, aber dann das berühmte Krone wieder aufsetzen und weitermachen, das ist, glaube ich, schon bei mir ganz tief drin. Und das machen Handballer ja. Die jammern ja nicht rum. Ja, das stimmt. Das Die stimmt. schauen nicht auf ihre Frisur wie die Fußballer und sowas alles. Behaupte ich mal, aber finde ich tatsächlich, ja, genau. Ist schon ein echter Kontaktsport, ja. Du bist, das ist auffällig, recht schnell Personalchef geworden und bist dann auch in verschiedenen Branchen gewesen. Also von Versandhandel, dann auch im Bereich EMBW, dann irgendwann Adidas und dazwischen noch ein paar andere Stationen. Also ist das so, weil das ist eben agnostisch. Wer einmal Personal kann, kann das immer. Oder was hat dich da gezogen? Also es war wirklich immer tatsächlich die Aufgabe. Also ich hatte, also das Versandhandel war tatsächlich, ich habe eine duale Hochschule, damals hieß es Berufsakademie, gemacht und war eben, es war eben im Versandhandel, also im großen Otto-Konzern bei Heine in Karlsruhe und da hatte ich einen Personalchef, der dann lange Jahre so ein bisschen mein Vorbild war, der irgendwie mal gesagt hat, ich glaube, du hast da Ta oder Sie haben Talent, machen Sie mal so ein Trainee-Programm noch bei uns. Und so kam ich in den Personalbereich rein und der hat irgendwie gedacht, der kann connecten wahrscheinlich, kann mit Menschen und so. So ging es los und dann habe ich einfach so in den anderen Firmen, das nächste war dann Einzelhandel, bei DM war ich relativ, ja, eine Zeit lang und dann ging es, wie du sagst, das Automobilzulieferindustrie und im NBW-Konzern war das mehr so ein Thema Recycling, wo die auch im Personalbereich aufgebaut haben wollten. Also ich würde deine Frage beantworten mit, mich hat immer so diese Aufgabe gereizt. Also ich bin wirklich schlecht im Bewahren oder einfach vom Weitermachen von Dingen. Ich glaube, ich bin ganz gut da, neue Dinge, also so ein bisschen Inspirationen zu geben und zu bekommen und sagen, man kann gestalten. Und das war eigentlich immer gegeben. Deswegen hat es nie ja auch so wirklich dann die Frage gestellt, was kannst du denn jetzt anders machen, bist du unzufrieden? Es war immer so alle 3, 4 Jahre ist was passiert irgendwie und mir war da auch am Anfang wirklich egal. Ich habe so eine, bei Adidas haben sie mich mal nach dem ersten Jahr ins Ausland dann geschickt und ich bin da sogar im Ranking eigentlich eins runtergegangen, aber ich habe da gar nicht drüber nachgedacht, weil die Aufgabe total spannend war da im Ausland. War auch besser bezahlt. Also insofern war das alles ganz gut. Die Familie wollte ins Ausland. Ja, mich hat immer tatsächlich immer die Aufgabe getrieben. Und klar ist dann schön, wenn du irgendwo auf einmal Personalleiter bist oder Chief People Officer. Klar, aber das ist kurzfristig motivierend. Also Die Aufgabe ist gestalten und spannend. aufbauen, das höre ich so raus, Ja, ne? Also gestalten, definitiv. aufbauen und verbessern, das sind so die Dinge, die dich reizen. Ja, und einfach machen. Dieses Ja. Machen ist, glaube ich, kennzeichnet mich sehr stark. Genau. Also nicht große Strategien ewig hin und her Nee, wälzen, bis ins letzte Mü. da gibt es deutlich bessere als mich. Ja. Ja, okay. Du Ja. warst dann 12 Jahre nach vielen Stationen, die kürzer waren, bei Adidas.
da gibt's, man muss jetzt sich schon ein bisschen anstrengen, um die Parallelen zu Knauf rauszuarbeiten. Also kleines, also Herzogenaurach versus Iphofen Es könnte man gibt, vielleicht gegenüber halten, ja, also ein bisschen ja. Provinz, aber ansonsten komplett andere Industrie, Lifestyle, globale Brand, wirklich auf der ganzen Welt zu Hause, Haushaltsmarke, die jeder kennt, wahrscheinlich bei den Top 5 Marken der Welt. Was waren da die, sagen wir mal, großen Lernschritte bei dir? Jetzt zu Knauf hin. Nee, also Also, bei Adidas, die 12 Jahre ja, erstmal und ja. dann später zu Knauf. Also bei, ich hoffe, ich verstehe deine Frage richtig. Bei Adidas ist es, und da hast du absolut recht, ist völlig unterschiedlich jetzt auch zu Knauf. Also bei Adidas ist schon sehr stark das Thema, wie verkauft man sich und das, was man anbieten kann. Also ich glaube, Adidas ist sicherlich ein Marketingunternehmen. Also die Produkte sind spitze, aber dann doch, das sage ich jetzt etwas unvorsichtig, vielleicht vergleichbar, ne, mit anderen Anbietern irgendwo. Meine Söhne wird mir wahrscheinlich widersprechen, aber ich glaube, da ist so, wie gehst du auch, wie präsentierst du dich, wie gewinnst du Leute, wie arbeitest du im Team, hat da schon eine gewisse, ja, ist eine andere Kultur. Ja? Also hat mir irre Spaß gemacht, die 12 Jahre, sowohl in Deutschland als auch in Dubai, als auch in den USA. Und ja, sich darauf auch einzulassen, ein Stück weit. Und ich glaube, Adidas ist ja wahrscheinlich, glaube ich, eine der most diverse organizations. Also wir haben in Deutschland damals waren die Hälfte der Mitarbeiter waren nicht Deutsche, also allein in Herzogenaurach. Und gab es so dieses Gesetz, dass man alle 3 Jahre mal auch einen Job wechseln soll, soll man ins Ausland, das wurde auch sehr unterstützt. Das ist natürlich zum Beispiel du hast vorhin NBW haben wir angesprochen, das kannte ich bis dahin einfach nicht, ne, so als Haltung. Und hier bei Knauf ist es auch in der Form gar nicht notwendig und gewünscht, aber wir müssen mehr davon haben, als wir heute haben. Ja, also, aber die Erfahrung gemacht zu haben mit auch Aufbau von sehr, sehr diversen Teams, die ich damit auch haben durfte in meinen verschiedenen Funktionen bei Adidas, speziell in den USA, als ich als erster Deutscher damals zu Reebok kam, die damals gekauft wurden und ich durfte dann die guten Themen zu Reebok bringen, aber musste ein eigenes Team aufbauen, eben Amerikaner oder andere einstellen. Das sind schon prägende Elemente gewesen in meinem Berufsleben. Und ja, also ich, klar hat man auch ganz, und Dubai ist sowieso ein Melting Pot an verschiedenen Kulturen und Themen. Hatte da Emiratis in meinem Team, wo ich war, jeden Tag hatte ich da ein super Learning. Also es war irre. Inder, Pakistani, Engländer, Franzose, alles im Team gehabt. Das war echt klasse. Und vor allem, ich habe viel gelernt. Also das hat mich schon auch geprägt. Und deswegen schaue ich, glaube ich, auch hier auf viele Dinge ein bisschen anders und auch gelassener. Auch mit einer gewissen, ja, mit einem anderen Reifegrad natürlich. Ich meine, das wirst du, obwohl du ja deutlich jünger bist als ich wahrscheinlich, wirst du Danke. wahrscheinlich Nachteilen unterstreichen oder genauso auch sehen, dass ich einfach auch mit dem Alter, das ist ja schön, auch du schaust einfach anders auf Dinge, gelassen auf Dinge und sagst, okay, es wird sich entwickeln oder kann sich entwickeln oder was auch immer. Ich durfte selber mal in den Vereinigten Arabischen Emiraten arbeiten und das war schon sehr, sehr spannend. Wie war das? Ihr wart 3 Jahre da, die Kinder sind dann da auch mitgekommen und waren auch in der Schule. Ja. Also ich war sogar 4 Jahre da, aber genau, also die waren, oder sogar ein bisschen länger, aber genau, die sind mit. Also es hat so ein bisschen was, glaube ich, mit uns als Familie zu tun. Also Felix, der Große, hätte sogar im gleichen Jahr noch in Deutschland die Schule abschließen sollten, aber wollte nochmal mit uns mit und wollte lieber nochmal ein Jahr wiederholen und auch internationales Abitur haben oder Baccalaureat haben. Die sind mit. Felix ist dann nach 2 Jahren zurück nach Deutschland und Justus ein Jahr später. Haben dann ihre Ausbildung gemacht bei Adidas, beide. Ihr Studium. Und ja, die sind mit ich bin, als ich von USA zurückkam, hatte ich diesen berühmten Reversed Cultural Shock, also wo ich eigentlich alles ziemlich doof fand, was hier so in Deutschland passiert ist und in der Firma passiert ist und kam damit nicht so richtig klar und habe gesagt, ich muss wieder ins Ausland und hatte dann einen sehr verständnisvollen Chef und auch die Familie, meine Frau ist sowieso jemand, die überall das Positive sieht und unterstützt und lebt. Und sagt, ja, dann. Und die Jungs waren auch sofort dabei und dann wurde es halt Dubai, was eigentlich nicht so auf meiner Liste stand. Waren eher so, ich war kurz davor, nach Asien zu gehen, Korea oder so. Und dann hat man in Dubai jemand gesucht, wo mein Profil sehr gut gepasst hat. Und dann habe ich mit dem dortigen Chef connected und gesagt, ja, da habe ich echt Lust zu. Und dann waren wir da. Dann war auch irgendwann die Zeit bei Adidas rum. Also wurde gesagt, das passt nicht mehr, ich brauche jetzt was anderes. Ja, also
Da muss ich ehrlich sagen, ich bin da immer so ein, klar, glaube ich, sehr ehrlich. Das war dann tatsächlich eine Zweibahnstraße. Also dann hat es einen Chefwechsel gegeben, wo ich gesagt habe, okay, also da wird es sehr schwierig, dass wir zwei miteinander klarkommen und uns lieb haben. Und dann habe ich aber mir selber und ihm noch Chancen gegeben, gesagt, in 4 Wochen schauen wir mal, und habe dann gesagt, nee, es geht absolut nicht. Und ihm ging es aber auch so. Er hat auch gesagt, absolut nicht, mit dem will ich nicht. Und dann war es halt doch manchmal wie in einer Beziehung. Also okay, dann waren die 12 Jahre einfach gut und dann haben wir uns getrennt. Aber es war nicht einfach. Also ich hänge schon sehr noch an Adidas. Aber es war richtig damals zu sagen, okay, komm, dann machen wir einen Schlussstrich. Die wollten mich auf so eine Parkposition setzen im Headquarter. Da sage ich, ich will nicht parken, ich will noch gestalten. Und dann habe ich mich zurückgezogen aus dem Berufsleben erstmal ein paar Monate, habe so ein bisschen was Eigenes gemacht, gecoacht und meinem alten Chef in Projekten geholfen so ein bisschen. Und habe dann gedacht, so jetzt mache ich die Welt, mache ich die Welt heile. Aber das war dann doch irgendwann die Erkenntnis, ich muss in eine Firma ein, wo ich was bewegen kann und dranbleiben kann an etwas. Also so diese einzelnen Assignments, das bin nicht ich. Und dann bin ich in eine Schweizer Firma gegangen, die haben mich dann, gab es einen Kontakt über so einen Personalberater eben. Und dann war ich in der Schweiz für 2 Jahre und es hat sich alles auch ganz gut angefühlt. Aber da fand ich so ein bisschen, war ein bisschen Lip Service, wie man so schön sagt. Also auch wollten so Kultur und Personalentwicklung, aber eigentlich nicht wirklich. Und auch da gab es dann einen Chefwechsel und dann habe ich gesagt, nee, es passt dann auch nicht so richtig. Und dann gab es parallel diesen Anruf vom Headhunter für Knauf und dann bin ich hier gelandet und habe dann bei Schweiz, in der Schweiz aufgehört. Habe gesagt, da scheint es mir irgendwie lohnender zu sein, mich da reinzuhängen bei Knauf, und fand eben aus den vorhin genannten Gründen die Aufgabe sehr, sehr reizvoll und fühle mich da auch bestätigt. Das heißt, die haben es ernst gemeint. Also das höre ich so raus. Ne? Da gibt es einen ernst gemeinten Willen, die Firma irgendwie ganz neu aufzustellen, nochmal zukunftsfähiger zu machen. Progressiv auch irgendwie vom Denken, aber mit den alten Werten. Ja, so kann man es vielleicht sagen. Also ernst gemeint ist es definitiv. Also ich glaube Ihnen hundertprozentig, dass Sie sehen, wir müssen uns entwickeln. Ich habe schon mit meinem Team oft Diskussionen, weil natürlich, wenn du jetzt andere Firmen, und mein Team ist wirklich, ich habe da geschaut, ich habe also da, ich konnte es mir jetzt nicht leisten, so eine, und das meine ich nicht böse, aber Berufsanfänger hätte ich jetzt nicht einstellen können. Ich brauchte wirklich Leute, die wissen, von was sie reden in den Themen. Also ich bin in Comben und in HR Digital definitiv nicht stark. Bin ich jemand, der gute Leute braucht, und also habe die reingebracht. Was heißt es? Die müssen halt deutlich besser sein, als ich in den Themen bin, was jetzt in dem Fall relativ einfach ist. Aber die sind reingekommen und die haben natürlich Vergleichen auch, ne? Und ich habe jetzt Leute, die gar nicht in Deutschland leben. Also ich habe von den 20 Leuten sind nur 5 hier bei mir in Iphofen. Der Rest ist verteilt in Europa mehr oder minder, weil ich einfach gute Leute gesucht habe und nicht jetzt irgendwie auf Lokation geschaut hatte, was mir manchmal Schwierigkeiten einbringt, aber egal. Und natürlich sagen die auch, gibt es Frustmomente, wo die sagen, also meinen die es wirklich ehrlich, und das dauert doch. Und so. Aber unterm Strich, weißt du, ich finde, hier gibt es viele einfach auch gute Menschen, die so, das finde ich ganz wichtig, dass es einfach auch Menschen sind, mit denen ich einfach gerne arbeite, mit denen wir gerne arbeiten. Und manchmal hilft auch mal, sagen, schaut mal, wo wir jetzt stehen und wo wir vielleicht vor einem Jahr standen. Es gab, ich mache so ein kurzes Beispiel, es gab letzte Woche ein sehr, sehr überraschendes, auch für mich, Video von den drei Chefs, drei General Partnern vor Weihnachten als Dankeschön. Und ich sage immer zu meinem Chef, wir machen immer so ein bisschen unsere Witzen drüber, weil wir sind halt hier alles sehr zahlengetriebenes Unternehmen, ne? Und er ist auch ein sehr absoluter Zahlenmensch. Und ich bin es halt so gar nicht. Und ich sage halt immer, ich bin immer ganz stolz, wenn ich sage, ich habe keine Zahlen zu präsentieren, ich habe andere Themen, Stories zu präsentieren. Und dann wollen sie immer Zahlen hören, natürlich, was ich auch verstehe, um Gottes Willen. Aber in diesem Video, ich würde sagen, das ist Emotion pur. Also im Vergleich, da kommt eine einzige Zahl vor, nämlich die 42.000. Und das meine ich, das sind die Momente, wo ich sage, ja, es geht vorwärts. Damit ist die Welt nicht anders, aber es sind Dinge, wo man, und die Reaktion von den Leuten war so schön, die Kommentare, und ich war so stolz, A, weil ich glaube ich auch, wir haben dann Beitrag geleistet durch den Purpose-Thema, durch. Aber weil einfach auch, die haben es gemacht und ich war richtig stolz und happy auf die und sage, Mensch, also hoher Respekt. Und das sind so die Momente, wo ich sage, es lohnt sich. Also da sieht man Veränderungen. Die große werde ich wahrscheinlich, ja, also es gibt keine komplette Kulturveränderung, die brauchst du auch nicht, aber es muss halt so ein paar Dinge ein bisschen anders laufen. Und das sind die Momente, wo ich sage, ja, es lohnt sich wirklich. Und wir schauen anders auf Nachfolger und wir entwickeln anders unsere Leute. Es ist einfach mal thematisiert. Also, wenn mir einer vor 2 Jahren gesagt hätte, nochmal, wir reden über so ein softes Thema,
manchmal esoterisch klingend, fast wie Purpose. Hätte ich es nie geglaubt. Aber es, ja, es ist cool. Es ist echt, das sind Momente, wo ich sage, ja, macht echt Spaß und man kann gestalten und Umgebung kreieren, back to my purpose, wo was passiert. Und das finde ich spannend. Dieses Thema, die Welt besser machen, Matthias, das blitzt immer wieder auf bei dir. Das finde ich toll. Wie ist das schon immer so gewesen? Kam das mit dem Älterwerden, mit dem Reiferwerden? Kam das durch Krisen? Wie kam das? Das ist eine gute Frage. Also nee, das war, ich glaube nicht, nee, das war nicht schon immer so. Ich war schon auch so jemand, wenn ich vorhin so sage, so spaßhaft nicht von allen geliebt werden, da schwingt ja auch Eitelkeit mit und da schwingt ja auch vielleicht ein bisschen Egoismus, weiß ich nicht. Aber also das ist schon so da, ne? Also oder war da. Ich glaube einfach, das ist durch auch einfach durch das Vatersein, also andere Gespräche führen. Wir haben sehr, sehr schönen Freundeskreis, wo man gute Gespräche führt. Ich glaube einfach so Fehler, die ich gemacht habe, wo man sagt, was ist denn dann am Ende wirklich wichtig am Ende des Tages? Einen habe ich vorhin genannt, das eine Beispiel. Und so die Tagfrage auch zu sagen, das gehört da was dazu, wenn du einfach, und das habe ich oft, wo ich sage, ich weiß es nicht, was ich jetzt machen soll. Was meint ihr denn? Ich brauche jetzt einfach Hilfe von euch im Team und so, sich da diese schöne Courageous Vulnerability, was jetzt auch so René Braun ja so viel gerade geprägt oder geprägt hat. Das ist eher, ich würde das nicht so ausdrücken, aber so diese Haltung, die finde ich, also glaube ich, die hat sich bei mir entwickelt. Das Adidas-Ende war jetzt nicht mein leuchtendes Erlebnis. Da habe ich auch viel gelernt, wo ich sage, auch was ist denn am Ende des Tages wirklich, wirklich, wirklich wichtig? Und das versuche ich auch, wie gesagt, die Unterhaltung habe ich viel mit meinen Jungs. Das ist, glaube ich, ein Stück weit Reifeprozess und Selbstreflexion und ja, also, aber es war nicht immer so. Das wäre jetzt heroisch, wenn ich es sagen würde, das war nicht so. Und du bist auch dabei, Startups zu unterstützen, bist daran überlegen, wie kannst du dich in der Stiftung engagieren. Also Ja, da kommt genau. schon so ein bisschen was noch in dein Leben rein jetzt. Ja, genau. Also ich schreibe sehr intensiv Tagebuch, muss ich sagen. Und immer wieder stelle ich fest, wenn ich dann so die alten Tagebücher lese, das habe ich schon immer so, als da musst du ein bisschen mehr machen und nicht nur drüber reden, weil du, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber du bist ja da sehr engagiert und in den Themen, die du unterstützt, ist ja echt bewundernswert. Aber wenn ich mit mich Freude unterhalte, dann gehen wir mal raus und klagen und sagen, Mensch, da müsste man eigentlich und kannst dir vorstellen. So. Und dann geht man ins Bett und steht am nächsten Morgen auf und es geht weiter, ne, was man so den ganzen Tag macht. Und das will ich eigentlich wollte ich durchbrechen. Habe ich da jetzt ein bisschen, wie gesagt, ich habe sehr, sehr hohes Interesse, einfach auch jungen Menschen da auch zu helfen, wo ich sage, da ist viel da, aber da ist auch viel Verwirrung da und die Corona-Situation in der Generation hat natürlich nicht geholfen. Also da sich zu engagieren, es gibt über ein paar private Kontakte jetzt auch mit ein paar Startups, die einfach, ja, jetzt auch einfach fragen, Mensch, brauchen wir da mal einen Tipp oder wie würdest du das machen und HR oder auch einfach Persönlichkeitsentwicklung. Und das treibt mich schon. Also ich glaube so ich sage zwar auch, ich arbeite sehr, sehr viel und sehr intensiv, aber es ist eine Ausrede zu sagen, man hat keine Zeit. Das ist definitiv so. Und da will ich ein bisschen mehr machen. Das ist mein Vorhaben für die nächsten Monate und Jahre. Weil ich glaube, es ist eine Lebensphase, wo du sagst, geht es auch einfach darum, das zurückzugeben. Und ich bin einfach dankbar für vieles, was ich erleben durfte. Gerade auch die Alterszeit war extrem prägend mit den ganzen Auslandserfahrungen und so. Ja, und das finde ich auch befriedigend und finde ich auch sehr, sehr erfüllend. Geht ja auch zum Sing Your Song Purpose, ist ja auch so das Thema helfen, dass jeder eben sein Lied singen kann und sein Stück spielen kann und da einen Beitrag zu leisten, finde ich sehr, sehr, sehr nährend und spannend. Hast du uns schon so einen Ausblick gegeben auf die Zukunft? Was steht sonst noch auf dem Zettel von dir? Gibt es noch sowas wie eine Bucketlist? Welche Dellen willst du ins Universum schlagen? Oh Gott, ja, das ist ja sehr galaktisch. Also, na, ich glaube, so dieses verzweifelte Suchen, so was ist denn jetzt mein Beitrag, das hat, ich glaube schon, und das ist jetzt ein bisschen abgedroschen, aber wenn du halt in deinem Umfeld was tust, ist das schon mal super und der Beitrag, den du vielleicht auch leisten kannst. Also, ich glaube, so diese Idee, jetzt in die nächste Generation, die reinkommt, da meine ich schon manchmal, dass man die ein bisschen schütteln muss ich ehrlich sagen. Da den Beitrag zu leisten, dass die auch mit einer sehr, und da gibt es natürlich Ausnahmen, aber insgesamt finde ich es zum Teil schwierig, wie passiv die manche in der neuen Generation, der Generation, die jetzt reinkommen ins Berufsleben oder in Führungsfunktionen reinkommen, sind. Also da einen Beitrag zu leisten und ich glaube, so dieses Familienunternehmen Knauf,
da bilde ich mir ein, ist, diese Purpose-Geschichte ist schon so ein Fußabdruck. Aber es ist ja, du hast es vorhin auch gesagt, so wie heißt das, the proof is in the pudding. Also wenn jetzt sie tatsächlich, wenn wir jetzt wirklich demnächst mal Entscheidungen treffen, die man vielleicht früher anders getroffen hätte, weil der Profit, der ist weiter, also uns gibt es, um Profit zu machen, letztlich Klar. klar, aber dass man dann auch mal bewusst eine Entscheidung trifft, weil sie eben eigentlich gegen die Haltung jetzt ist, die einfach jetzt greifbar ist. Das Thema Purpose ist greifbar. Es ist ja nur etwas, was schon immer da war, was jetzt in Worte gefasst wird. Und wenn man dann sagt, man entscheidet sich mal ganz bewusst dagegen, gegen eine Aktion, das würde ich gerne nochmal erleben. Und ich glaube, das ist ein Prozess über Jahre. Und da habe ich auch Lust, noch einen Beitrag zu leisten. Wie gesagt, ich fände es auch sehr spannend, wenn ich einen Beitrag leisten darf zum Thema, wie kriegen wir auch die nächste Generation der Knauf-Familie integriert. Das wird nochmal spannend werden. Ja, und privat ist, glaube ich, das, was ich mit das Leben, was ich mit meiner Frau führe und mit unseren Kindern führen. Bewusstes Leben, ja. Also, und in den genannten Themen eben da so versuchen, immer, ich glaube, ich werde immer irgendwas tun. Also ich bin keiner, der, glaube ich, mit 65 oder 63 oder 67 dann nichts mehr macht. Also ich glaube, die Themen, ob das dann in der Hochschule ist oder was ich auch schon mal gemacht hatte oder eben junge Menschen begleiten, das treibt mich schon sehr. Also vielleicht auch, weil ich selber nicht so hatte. Also es klingt jetzt wieder etwas, so gar nicht traurig klingt, aber ich hatte es halt nie. Ne? Und ich glaube, das ist schon, wo dann siehst, Mensch, also wenn du die Chance hast und Förderer hast und Vorbilder hast, sagst, das finde ich eine coole Führungskraft und warum eigentlich oder eine tolle scheinende Persönlichkeit, dann finde ich das sehr, sehr inspirierend. Und ja, und diese Rolle zu leben, bestmöglich, das finde ich sehr reizvoll. Das ist die Ja. Delle vielleicht. Schön. Matthias, wie bleibst du Optimist, wenn du die Nachrichten anmachst? Wie lässt du dich nicht runterziehen? Wie gelingt dir das? Also im Moment gelingt es mir praktisch nicht. Also muss ich ganz ehrlich sagen, scheitere ich gerade oft. Und habe ich auch zum ersten Mal dabei ertappt, dass ich keine Nachrichten mehr schauen wollte und keine Zeit. Aber das habe ich da nicht durchgehalten, natürlich. Weil es ja auch ein Wegschauen wäre irgendwo. Na, ich glaube, also ich glaube tatsächlich, bei mir ist so diese Grundhaltung von mir, wo ich sage, also wenn du was, es fängt halt mit dir an. Ne? Also, und ich glaube, da mich so mein Thema, so der Werkzeugkoffer, den ich so gedanklich mit mir rumtrage in Menschensituationen, was kann ich da jetzt tun, der hilft mir dann schon. Also ich muss halt immer im Tun sein, irgendwo im Gestalten sein, im Nachdenken, im Gespräche führen sein. Das ist, glaube ich, das, wo ich sage, das hält mich dann doch irgendwie optimistisch. Und der Grundmensch ist ja ein guter, daran glaube ich tatsächlich. Manches ein bisschen verschüttet, muss man wieder freikratzen vielleicht, aber ja, ich glaube, erkennen und, also nochmal, ich kann einfach nicht angehen. Also wenn ich in der Situation bin, im Team oder was auch immer und ich spüre irgendwie was, ich muss es ansprechen. Und es hilft, glaube ich, tue es inzwischen cleverer und reflektierter vielleicht als früher. Aber das hilft mir, das hilft dem Team extrem, das kriege ich auch als Feedback. Also dieses berühmte Psychological Safety, das ist, glaube ich, etwas, was heutzutage noch wichtiger ist, was mir scheinbar ganz gut gelingt zu kreieren. Aber ich merke das auch in der Organisation, dass mir das gespiegelt wird, dass es einfach hilfreich ist. Und sobald ich diesen Beitrag spüre, es landet irgendwas, zum Beispiel das vorhin genannte Video, das finde ich extrem. Das ist mein Highlight am Ende des Jahres, wo das irgendwas ist da ausgelöst. Und ich glaube, das ist halt durch das Thema Ansprechen, Spiegelverhalten, Resonanz geben, Reflexionsrahmen geben, da, ja, das Thema gestalten und angehen, das ist, glaube ich, das Thema. Also wenn du quasi einen Anstoß geben kannst, dass etwas besser wird, dann hilft es als Gegengewicht zu all dem, was da draußen an dunklen Sachen unterwegs ist. So So verstehe ich nämlich, so das. ist es, Ja, genau, so sehe cool. ich das, Ja. genau. Ja. Matthias, letzte Frage, da müssen alle durch. Was habe ich dich noch nicht gefragt? Du als alter Coach kannst ja von Oh. sowas nicht überrascht sein. Wie meinst du jetzt, alter Coach? Das trifft mich jetzt schon. Aber also ich, nee, da bin ich jetzt nicht so überrascht. Die Frage finde ich auch mal cool, auch Bewerbern zu stellen. Ich glaube, so das ist die Frage, also warum HR vielleicht? Also du hast da so ein bisschen in die Richtung auch gefragt. Und ich glaube, also vielleicht so die Frage, was war denn deine Vorstellung als Kind mal beruflich? Und ich fand es immer interessant. Ich wollte immer Koch werden. Meine Oma hat mir auch eine Kochmütze genäht und eine Kochschürze genäht. Oder ich wollte Lehrer werden. Also mein Großvater war Lehrer und irgendwie fand ich das wahrscheinlich auch inspirierend und habe auch so einen Lehrer gehabt, den ich toll fand.
Und irgendwie bin ich es ja auch geworden, beides. Also ich finde so das Thema HR hat viel mit Kochen und Lehren zu tun oder Vermitteln zu tun. Ich koche auch wahnsinnig gern in meiner Freizeit, aber ich improvisiere dabei extrem viel. Und ich glaube, das tatsächlich, das ist so ein bisschen, das Zeichen, das beschreibt mich ganz gut, so dieses Thema, ja, da hast man ein Rezept, aber ich ändere das eigentlich immer. Also, und ich so, ich habe vorhin 70% und einfach mal in den Wald reingehen und sagen, komm, und dann, oh ja, das sind ja Bäume, aber du findest halt irgendwie den Weg. Ne? Und das finde ich, ich glaube, so die Berufswahl damals, das war keine zufällige, ist dann halt HR geworden, aber gibt es auch Sterneköche, von daher, alles gut. Sehr schön, sehr schöner Abschluss, Matthias. Vielen, vielen Dank für diese sehr persönliche Reise durch dein Leben, beruflich und privat. Ich wünsche dir alles, alles Gute und wir bleiben in Kontakt, Matthias. Sehr gerne. Danke dir auch, Carsten. Alles Gute. Bis bald. Ja, das war Matthias Kempf. Was sind eure Gedanken? Was ist hängen geblieben? Was ist mit euch in Resonanz gegangen? Schreibt uns doch mal. LeadersTalk@leadership-choices.com oder hinterlasst gerne einen Kommentar. Wir freuen uns natürlich auch über eine möglichst positive Bewertung von euch. Und jetzt vor allen Dingen bleibt gesund. Wir hören uns in 2 Wochen wieder bei der nächsten Folge von Leaders Talk. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.